Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich bin Julia und ich zeige euch heute wieder, was ich die letzten 3 Wochen so gewollwerkelt habe. ganz kurz zu Anfang, das ist eine Dauerwerbesendung, weil ich Marken nenne und Sachen in die Kamera halte, die euch dazu verleiten könnten, es nachzukaufen. Und deswegen ist das hier eine Dauerwerbesendung. Gut. Zweitens, meine Schwiegermama und meine Schwägerin. Bitte, ihr müsst jetzt ausschalten, weil sonst verderbt ihr euch euer Weihnachtsgeschenk. Genau. Das war's jetzt zu Anfang. Klammer alles abgehakt. Und ich hätte gesagt, wir starten mit den fertigen Sachen. Und ich glaube, es ist das allererste Mal in meinen Videos, dass ich euch etwas angezogen präsentieren kann. Und zwar habe ich den Susurrus Sweater fertig. Er ist von Jochi Locatelli, also die Anleitung. War im Pompom Magazine. Ich weiß die Nummer leider nicht. Ich verlinke es euch wieder. Genau. Ja, ich habe etwas andere Wolle benutzt. Und zwar habe ich statt Mohair-Wolle habe ich für die Teile Lace benutzt. Das sind bei mir hier die dunklen Stellen. Und zwar habe ich da benutzt von Manos del Uruguay Marina in der Farbe Steampunk. Genau. Das ist eine Superwash Merino. 100% Wolle. Okay. Ja. Hat sich wunderschön verstricken lassen. Ich finde auch, es macht wirklich was her. Ich stehe gleich nochmal auf. Für die Bündchen hier oben sollte man eigentlich 2 Wollarten zusammennehmen. Habe ich nicht getan. Ich hatte nämlich noch zu Hause von Schoppel Handwerk. Das ist, was steht's denn? 90% Schurwolle Merino. 10% Hanf, genau. Und dadurch, dass die Wolle ein bisschen dicker war, habe ich mir gedacht, da brauche ich überhaupt gar nicht irgendwie was anderes mit dazu nehmen, sondern da reicht die einzeln. Fand ich, war auch eine sehr gute Entscheidung. Und ich weiß nicht wieso, aber ich liebe es mit der zu stricken, die ist richtig angenehm. Ja, ich mag's. Und für diese rosanen Streifen hier für das Lace-Muster habe ich von Shebot Garne Soft Socks die Farbe Skin of Roses. Ach, ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Können Sie das hier sehen? Habe ich das benutzt und ich muss sagen, ich habe mich jedes Mal sehr gefreut, wenn ich diesen dünnen Part fertig hatte und endlich wieder mit dem Lace-Muster und der Wolle stricken konnte. Weil die wirklich super ist. Das ist eine 80%ige Merino Schurwolle und 20% Polyamid. Auch Superwash. Wirklich wunderschön. Ja, ich glaube, ich stehe jetzt mal auf und zeige euch das von nahe nochmal. Also hier oben ist diese Hanfwolle, die ich benutzt habe. Das ist wirklich nur die eine. Dann kam hier der Part mit der Lace-Wolle und hier von Shebot Garne dieses wunderschöne, wunderschöne Farbe. Ich finde es toll. Genau, der Pulli sieht jetzt aktuell ein bisschen kurz aus, weil ich ja schwanger bin. Ich wollte ihn allerdings nicht länger stricken, weil ich nicht weiß, wie es ausschaut, wenn der Babybauch dann weg ist. Nicht, dass mir dann
irgendwo das Top hier unten hängt. Ich habe es auch noch nicht gespannt. Aber ich finde, er sieht wirklich toll aus. Also mir gefällt das sehr gut. Und was ich auch noch anders gemacht habe, ist, dass ich die Ärmel nicht lang gestreckt habe. Ich glaube, das wäre, genau, die wären komplett bis runter gewesen. Und ich würde es eigentlich als Sommer-T-Shirt noch benutzen, deswegen auch kein Silk. Ja, jetzt kommt langsam der Herbst. Aber ich finde, ach, ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn. Er ist wunderschön. Er passt. Das ist ja auch immer so eine Sache bei mir. Ich kann vorher ausrechnen, was ich will. Bis es dann fertig ist, weil ich zu sehr in der Süßigkeitenbox hängt. Aber egal. So, das war der Susurrus Sweater von der Jochi Locatelli. Dann, was habe ich noch fertig? Ich habe direkt danach zwei Säckchen gestrickt, also ein paar Säckchen. Und zwar aus der gleichen Wolle, weil ich da nämlich nur so viel übrig hatte. Es sollen eigentlich Babysäckchen sein, aber ach, ich weiß nicht, ich stricke immer am liebsten größer. Und dafür passt es dann vielleicht erst später, als dass ich es zu klein mache. Und das passt überhaupt nicht. Ja, genau. Die habe ich gemacht. Oh. Also die Wolle ist wirklich toll. Fässt sich sehr gut an. Gut. Dann habe ich... Moment. Genau. Dann habe ich aus dem Buch Stricken für die Kleinsten. Das habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Das Rautenmusterjäckchen für unsere Kleine angefangen. Besser gesagt, ich hatte es schon fast fertig. Jetzt ist es fertig. Der zweite Ärmel, die Fäden sind vernäht. Jetzt muss ich es nur noch mehr waschen. Aber es hätte jetzt zu lange gedauert, dann hätte ich es euch nicht zeigen können. So. Und ich finde es richtig süß. Mein Plan ist jetzt noch, da gibt es nämlich noch die passende Mütze dazu. Die hätte ich gerne noch. Und dann sind auch noch so süße Schüchchen drin. Ich hoffe, ich schaffe das noch alles. Genau, das habe ich fertig. So. Für das Rautenmusterjäckchen habe ich die Merino 120 von Longchance benutzt. Ich habe auch vorher keine Maschenprobe gemacht, also ich habe auf gut Glück geguckt, dass es passt. Habe die kleinste Größe gestrickt. Und ich habe es dann auch mit einem anderen Babyjäckchen verglichen und es hat gepasst. Also, genau. Ich mag eh die Wolle sehr gerne, weil ich finde, dass die ein wunderschönes Maschenbild ergibt. Also, ja. Ich mag's. So. Das war das Jäckchen. Dann habe ich euch beim letzten Mal schon den Everyday Shawl von Jenny Faithful gezeigt. Den habe ich ja in so einem Farbverlauf gestrickt. Und mir ist ja dann aufgefallen, dass mir die Wolle nicht reicht und habe dann quasi zu dem, also es war vorher beige, ich kann euch vielleicht noch ein Bildchen hier einblenden, wie es vorher ausgeguckt hat. Und habe dann quasi das nächste hellere bestellt, das war dann weiß, und habe es dann gestrickt. Es sah nicht gut aus. Also es sah wirklich nicht gut aus. Und dann bin ich schon halb verzweifelt. Ich habe überlegt, mache ich es wieder auf? Aber dann hätte ich wieder das gleiche Problem,
weil einfach die Wolle, mit der ich es gestrickt habe, einfach, ja, da ist dann der Farbverlauf einfach gut. Ich hätte dann schon vielleicht 2 Knödel von jedem kaufen können, aber das wollte ich dann auch nicht. So, dann ist mir in der Nacht die Idee gekommen, ich überfärbe es einfach. Und zwar mit Simply Cool. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hab da mitternachts schwarz gekauft und eine Fixierung. Und es kommt dann quasi in die Waschmaschine rein mit dem Schal und dann wird er eingefärbt. So, und jetzt zeige ich euch mal das Ergebnis. Und ich bin echt happy damit. Also. So, wo ist vorne, wo ist hinten? So. Genau. Also hier hinten. Na. Ja, ein paar Katzenhaare. Ohne Katzenhaare geht's nicht. Deswegen habe ich den noch eingetütet. Also hier hinten haben wir das Schwarz, das war quasi schon. Dann ging das in so ein Gräulich. Das hat hier auch die Farbe mehr oder weniger behalten. Und dann wäre es noch heller geworden. Und irgendwann hat das einfach mit dem Beige nicht mehr gut ausgeguckt. Und ich finde, das hat jetzt hier so einen wunderschönen gräulichen Effekt. Also ich stehe da total drauf. Er ist schön schlicht. Ich kann ihn mal umtun. Er ist auch schon gewaschen und gespannt. Da sieht man das eher. Also ich finde ihn wirklich, wirklich schön jetzt. Und vorher, das hätte einfach nicht gepasst. Also das war schrecklich von den Farben. Ich habe benutzt die Cool Wool von Lana Grossa. Also die Farben an sich, die waren super, nur meine Kombination eben nicht. Verstricken hat sich die Wolle auch sehr gut gelassen. Also da gibt es wirklich nichts zu beklagen. Und ja, die Anleitung war auch total toll. Also einfach. Ich habe ja momentan nach was gesucht, was einfach ist. Nein, ich habe was gebraucht, was ein bisschen neutraler ist, was nicht zu sehr aufträgt, weil ich halt eben nicht genau weiß, was da so gefällt und was nicht. Genau. Jetzt waschelt es wieder ein bisschen. Ich bin nämlich hier in so Tütchen, weil wir da Katzen haben und ich nicht möchte, dass das wirklich komplett voller Katzenhaare ist. So, das war jetzt der Everyday Shawl. Genau, gestrickt mit einer 4,0er Nadel. Ja, ich glaube, das war jetzt alles, was ich zu dem dazu sagen kann. Ach ja, als ich den Schal überfärbt habe, ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass ich ein Anti-Verfärbungstuch in der Waschmaschine mit drin hatte. Das heißt, sehr viel von der Farbe hat eigentlich dieses kleine Tüchlein aufgesaugt. Wobei ich da ziemlich froh bin, weil ich nicht weiß, wenn ich das weggelassen hätte, oder wenn es nicht mit drin gewesen wäre, ob dann nicht der Schal ziemlich die gleiche Farbe gehabt hätte. Also dass sich der vielleicht komplett dann in einer Farbe eingefärbt hätte. Bin ich mir nicht sicher. Ich finde ihn auf jeden Fall so toll, wie er jetzt ist. Genau. Dann habe ich den Daylight Breaking von Destiny Meyer fertig. Also die Fäden sind noch nicht vernäht, er ist aber schon gewaschen und gespannt.
Kostüm. Das ist quasi der Schal für meine Schwägerin. So. Man sieht schon die Fäden. Genau, vernähen muss ich ihn noch. So. Und ich finde, der ist auch wunderschön geworden. Also richtig schön. Bei dem habe ich, also dieses helle hier, ist von Pearl and Knit die Farbe Mirumba. Und zwar auf der, was ist denn das für eine Base? Auf der 2-Ply 75% Merino und 25% Polyamid. Genau. Und das habe ich dann kombiniert mit diesem dunklen hier. Und das ist tatsächlich eines von Lana Grossa. Und zwar die Daily. Also die haben ja momentan diese handgefärbten Wollen. Ich habe mir welche davon gekauft und habe das kombiniert und ich finde die Kombi ist wirklich genial. Also man strickt das Tuch quasi von der einen Seite her hoch und war auch eine super Anleitung, total verständlich. Was ich anders gemacht habe, waren die Zunahmen. Also eigentlich hätte man aus dem Querfaden eine Zunahme gemacht, aber das hat bei mir überhaupt nicht gut ausgeschaut. Also irgendwie habe ich da einen Fehler reingebracht und ich habe dann einfach diese KBF, Knit Backfront, habe ich gemacht. Genau, und damit habe ich dann eine schöne Kante bekommen. So. Genau, so sieht es aus. Ja, also ich finde ihn auch mega toll. Ja, auch von den Farben her. Ich hoffe, wie gesagt, dass es ihr gefällt. Abgekettet habe ich mit einem I-Cord, weil mir das irgendwie immer am besten gefällt. Genau, und dann muss ich jetzt nur noch mal die Fäden vernähen. Und dann ist sogar dieses Weihnachtsgeschenk auch schon fertig. Ja. So, jetzt packe ich den bloß wieder katzensicher weg. Das war der Daylight Breaking. Habe ich auch mit 4 mm Nadeln gestrickt. Ja. Ich glaube, mehr gibt es da nicht zu sagen. Genau. Dann habe ich versucht, aus den Resten von dem Schal Babysäckchen zu stricken. Bei der Lana Grossa ist leider nur ein Erinnerungssäckchen raus geworden. Also nur für den zweiten hat es absolut nicht mehr gereicht. Dafür aber von der Mirumba, von Pearl and Knit. Und ich finde die so süß. Oh, ich stehe auf diese kleinen Söckchen. Genau. So. Das habe ich euch gezeigt. Dann muss ich noch schnell was holen, weil ich noch was fertig habe. Das habe ich jetzt aber vergessen. Kleinen Moment. Und zwar bin ich ein kleines Weihnachtsopfer. Also es wird draußen jetzt ja schon ein bisschen kälter und dann verfalle ich immer in Weihnachtsstrickerei. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt irgendwas Kleines zwischen rein.
mal was anderes, ein bisschen Colorwork. Und dann habe ich mich an einer Jule Kuller ausprobiert. Und das ist sie. Also sie ist noch nicht perfekt, aber ich denke, man kann erkennen, was es sein soll, glaube ich. Und ich denke, da werden wirklich noch ein paar mehr folgen. Die werden auch wieder aus der Merino 120 von Langchance gestrickt. Und ach, ich finde die toll. Die Anleitung für diese Jule Kuller gibt es sogar kostenlos bei Schachenmeier. Habe ich mir einfach runtergeladen. Das Einzige, was ich ein bisschen zum Kritisieren habe, ist, dass der Chart mega klein ist. Also ich habe mir das ausgedruckt und es ist anstrengend. Ich schau mal, habe ich ja genau. Also es ist wirklich, es ist jetzt eine DIN A5 Seite und da ist wirklich mini mini hier der Chart aufgeklebt und aufgeklebt, aufgedruckt. Und ich tue mich da wirklich schwer, vor allem wenn ich abends dann stricke. Puh, ja. Nicht so cool. So, das waren jetzt alle fertigen Sachen. Ich habe noch ein bisschen was auf der Nadel. Und weil wir gerade beim Thema Weihnachten sind, bleiben wir da gleich. Und zwar habe ich mir die Anleitung von Arne und Carlos besorgt. Und zwar für einen Weihnachtssocken. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen zum Aufhängen. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie weit ich bin. Es wird auch wieder mit der Merino 120 gestrickt und so weit bin ich bisher. Also ich habe jetzt hier mit den Rentieren angefangen. Ich zeige euch das mal nochmal. Genau, hier kommen jetzt dann die Rentiere. Ich muss da auch wieder dazu sagen, also der Chart, der ist, ich weiß nicht, tue ich mich da nur so schwer oder er ist wirklich total klein und es ist, ich kenne es halt, dass nach, keine Ahnung, 10, 20 Maschen einfach ein dickerer Strich kommt, dass man unterm Stricken wirklich erkennt, okay, hier bin ich, hier geht's weiter, aber das ist da so unübersichtlich und ich muss so aufpassen, dass ich da keinen Fehler reinmache, sonst stimmt das Tierchen nicht. Ja, mal schauen, wie lange ich für den brauche, dass ich den fertig mache. Genau. Die Anleitung ist eine Kaufanleitung. Und zwar direkt bei Arne und Carlos auf ihrer Seite. Genau. Das wird er. So, dann habe ich noch das Elischen, die Handpuppe auf der Nadel. Ist nicht wirklich viel weiter gegangen. Also ich zeig's euch mal. Also ich habe hier sozusagen mit dem Ärmchen jetzt angefangen, aber weiter bin ich aktuell noch nicht. Da kamen dann irgendwie Weihnachtskugeln dazwischen und Weihnachtssocke. ja, genau. Also das wäre jetzt auch noch das letzte Weihnachtsgeschenk, was ich quasi vorbereiten wollte. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Also in 3 bis 4 Wochen ist nämlich unser Entbindungstermin. Und ja, mal schauen.
Genau. Das Elischen von Annika Schluck aus dem Buch Magischer Häkelspaß. Genau. Ich hoffe, ich krieg's noch fertig. So. Dann als nächstes habe ich noch die Socken ohne auf den Nadeln. Ich sollte mir unbedingt mal eine Liste schreiben, dass ich nicht immer blättern muss. Da bin ich nicht wirklich weitergekommen bei den Socken. Also, Bündchen hatte ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon. Und na, man erkennt einfach auch noch nichts. Also, ich glaube, die zweite oder dritte Reihe vom Lace-Muster habe ich jetzt angefangen. Es ist auch die erste Socke noch. Und die stockt momentan ein bisschen. Also, es fesselt mich nicht so. Nicht so wie die Weihnachtssocke. Genau. Ja. Gibt es eigentlich nicht so viel dazu zu sagen. So. Dann habe ich noch eine letzte Sache auf den Nadeln. Jetzt muss ich blättern. Und zwar ist es der Schal Shockwaves von Beata Chesek. Ich weiß nicht, ob er das richtig ausspricht. Ist auf jeden Fall eine kostenlose Anleitung auf Ravelry. Genau, ist eigentlich für. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Irgendeine bestimmte Wollfärberin. Fällt mir nicht ein. Aber ich verlinke euch die Anleitung, da steht es drin. Und zwar, so, ich kann euch hier wahrscheinlich wieder ein Bild einblenden, wie der Schal ausguckt. Und ich bin aktuell so weit. So. Und ich glaube, man erkennt schon, hier kommt jetzt dann richtig krass Neon rein. Der Schal ist super zum Stricken, super Anleitung. Ich brauche die Anleitung mittlerweile auch gar nicht mehr. Es wird jetzt sozusagen in Streifen hier die nächste Farbe eingeführt, das habe ich mir notiert. Wie die Streifenfolge da abläuft. Aber ansonsten ist das wirklich mindless. Also das geht gut auch bei den Ärzten. Genau. Ich habe bisher benutzt. Also diese untere Farbe ist von Wollkekse. Habe ich wieder nicht. Auf jeden Fall von Wollkekse eine Merino High Twist. Und ich habe die Banderole schon wieder verschmissen. Nein, habe ich nicht. Habe sie nicht verschmissen. Und zwar. Oh, die hat nicht mal eine Farbe. Hat keinen Farbnamen. Ist aber 100% Schurwolle. Ja. Genau. Eine Merino High Twist. Der Knödel sieht so aus. Ist auch nicht mehr so viel da. Aber das passt. Und als zweite Farbe habe ich die hier benutzt. Die ist sehr neonhaft, sehr, sehr neonreich. Wollte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren, wie denn Neon so zum Stricken ist. Und zwar ist es von Lana Grossa auch wieder eine Hand-Dyed. Und zwar die Farbe Assam. Ja. Ich bin gespannt.
gestrickt, wird dann, also es kommen dann noch zwei Farben dazu. Aber da gucke ich erstmal. Also ich mache jetzt erstmal mit dem Neon weiter. Und dann schaue ich mal, was quasi als nächste Farbe noch so mit dazu passen könnte. Weil ich habe immer ein paar Stränge und ich habe das Gefühl, ich kaufe recht gern Wolle, die farblich eigentlich überhaupt nicht mein Schema ist. Und dann liegt es halt da. Und da bin ich jetzt aktuell so ein bisschen am Stash abbauen, damit ich einfach mal die Wolle besorge, die auch wirklich zu mir passt, farblich. So wie der Pulli hier. Genau. Das war der Shockwaves. Und das war auch schon alles, was ich auf den Nadeln hatte. Projekte in Planung, ja, habe ich ja schon im Video ein bisschen erwähnt. Für unsere Kleine vielleicht nochmal so Mützchen, Schüchchen, Socken gehen bestimmt noch. aber ich bin ein bisschen am Gucken, dass ich quasi die Sachen ein wenig fertig mache. Den Weihnachtssocken möchte ich unbedingt noch fertig machen. Ich finde den so toll. Ich kann nichts dafür. Ich liebe Weihnachten. Es ist einfach so. Genau. Ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommen wird. Ich hoffe, ich schaffe noch eine, bevor unsere Kleine kommt. Es kann aber auch sein, dass sie dann schon da ist. Und da muss ich dann mal gucken, wie es hinhaut. Ja. Jedenfalls sind wir schon sehr aufgeregt. Okay, dann würde ich euch jetzt wieder in euer Wochenende entlassen. Genießt es, strickt fleißig und bis zum nächsten Mal. Tschüss!